Willkommen Leute zu einem etwas anderen Real-Life-Video und zwar geht es heute um meine alte Pokémon-Kartensammlung und darum, dass sie theoretisch zum Verkauf bereitsteht, denn ich möchte die Sammlung eigentlich nicht mehr hier vergammeln lassen. Die Sache ist, ich habe gesammelt Pokémon von der Zeit, als es quasi ja, begonnen hat mit dem Kartenspiel, bis zu ja, Ende Diamant und Perl, sag ich mal, und Platin. Da habe ich quasi aufgehört. Ich habe noch ein paar von den Hard Gold Soul Silver Packs geholt, aber wirklich nur wenige. Hatte da aber wirklich Glück sogar. Habe noch drei, ja, etwas seltenere Karten bekommen, die ja auch oben aufliegen. Ich glaube, ungefähr da. Und ja, das hier sind nur die 180 ungefähr Sternchenkarten, also die Rares dürften es quasi sein, wenn man das Ganze mit Yu-Gi-Oh! Vergleicht. Ich glaube, die werden auch daraus so genannt. Wie auch immer, auf jeden Fall die etwas selteneren Karten sind das hier. Ich habe noch, ja, zwei riesige, so große Stapel an Kreiskarten und nochmal so ein Stapel hier an Karo, ein bisschen mehr als das. Und die sind nicht eingehüllt und trotzdem so hoch, diese Stapel. Dann noch so viele Energien und Trainerkarten und so. Und die Sache ist, diese Karten vergammeln bei mir übelst. Die liegen hier rum, die sind zwar trotzdem Top-Zustand, die meisten davon, aber... ja, sie liegen hier rum und ich mache nichts mit denen. Ganz einfach. Und ich finde es sehr schade, wenn solche Sammlungen einfach untergehen und man nichts mehr damit macht. Deswegen möchte ich das Ganze hier verkaufen oder gegen eine umfangreiche Yu-Gi-Oh!-Sammlung eintauschen. Das finde ich ziemlich cool, wenn mir jemand quasi seine alte Yu-Gi-Oh!-Sammlung, der aufhört oder schon lange aufgehört hat, eintauscht gegen meine alte Pokémon-Sammlung. Oder halt auch, wenn jemand sagt, okay, ich will das Ganze einfach kaufen und gebe dir... bisschen Geld dafür. Die Frage ist, wie viel ich dafür verlangen soll. Ich habe keine Ahnung. Unter 200 würde ich das hier niemals verkaufen. Das wäre einfach dämlich, weil da hängt dann mehr Erinnerungswert dran als an das andere. Ob sie das aber überhaupt wert ist, habe ich keine Ahnung. Ja? Ich kenne mich mit dem Wert dieser Karten hier nicht aus. Wie auch immer, wir gehen heute die Sternchen durch. Ja? Und dann beim nächsten Mal die Karo-Karten, dann beim übernächsten Mal die Kreiskarten und dann die Trainer und Energiekarten. Also vier separate Videos. Für die ja, Trader allerdings oder die Abkaufleute wird dieser Haufen ja aber am interessantesten sein. Deswegen stelle ich den zuerst vor. Und da sind auch eigentlich alle spannenden Karten drin. Deswegen machen wir das so. Ich würde aber sagen, die coolen Karten, sage ich mal, die etwas besonderen, ich spoiler gerade schon ein bisschen, welche das sind, aber egal. Die hier, die packen wir mal kurz weg, damit die aus dem Bild sind. Die heben wir uns fürs Ende auf. Aber hier sind noch ein paar andere. Und die werden wir einfach mal durchgehen. Ich habe das Ganze nach Pokémon geordnet und ansonsten ist es eigentlich relativ random. Viola hat mir dabei geholfen, meine Freundin, was ziemlich freundlich war. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal häppchenweise an. Wir haben zunächst mal ein Absol in Super Rare, dürfte das sein. Hier unten sieht man diese Sternchen. Und das ist auch die erste Karte aus diesem Booster Set hier. Die Special-Karten besagen, dass man die einfach so hinlegen kann, auch wenn die eigentlich evolutioniert sind. Das war ein schlechtes Wort dafür, also wenn sie entwickelt sind. Das heißt, wenn es ja ein Glurak wäre, ein Glurak-Spezial, könnte ich das einfach hinsetzen, ohne einen Glutexo davor gehabt zu haben, ja. Falls also jemand Pokémon nicht kennt, das ist quasi die besondere Eigenschaft von den SP-Karten. Das war mal in einer Booster-Serie, ich glaube von Platin oder so, eine relevante Sache. Dann haben wir Aerodactyl. Wir haben ein Ambidiffle in Super Rare. Dann ein Ampharos in, ja, einfach Rare, einfach das Sternchen halt. Ich werde jetzt ganz einfach mal in Common und Super Rare umbenennen, also Glitzernd ist für mich Super Rare und Common ist für mich einfach nichts Besonderes, einfach Rare, damit ich das Ganze besser benennen kann. Dann haben wir zwei Arbok in Delta Species. Ihr merkt schon, das ist ein Feuer-Pokémon, liegt an Delta Species. Das ist eine Besonderheit aus einer Rubin, Saphir, Smaragd Booster Edition. Da gab es halt Pokémon mit seltsamen Typen. Die wurden dann halt quasi Delta-Spezies-Pokémon genannt. Dann haben wir Ariados. Dann haben wir eine meiner Lieblingskarten, die ich besitze. Ein Arcanine Super Rare, was einfach mega geil aussieht und auch gar nicht mal so schlecht ist, spielstark. Und durchaus sehr, sehr nett. Dann haben wir zwei Arcanis. Leider ist eins davon ziemlich gedamaged. Ich habe, glaube ich, keine einzige meiner Karten auch nur ansatzweise irgendwie beschädigt. Ich habe die als Kind wie, keine Ahnung, den Heiligen Gral behandelt, ja. Ich glaube, ich habe nie eine Karte von mir irgendwie geknickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das mal passiert ist. Ich habe so auf die aufgepasst, aber ich habe halt im Laufe der Zeit viele Karten getauscht bekommen und die waren dann teilweise ziemlich gedamaged. Solche Karten hier habe ich einfach dann quasi bei einem wackeligen Tausch dazu bekommen, sage ich mal. Wo ich, keine Ahnung, mir nicht ganz sicher war, soll ich das jetzt tauschen, hat er mir das noch dazugegeben. So, okay, ja gut, packe ich in mein Deck vielleicht noch mit rein oder so. Und ich hatte auch sehr viele Decks von Pokémon,
die aber nicht gut waren und ich habe mich auch nie an die Formate gehalten oder so. Dann haben wir Amaldo in, ja, nicht super rare, aber es glitzert außen. So eine Karte gab es einmal pro Booster Pack. Das ist eine sehr, sehr gute Karte. Die Pokebody ist ziemlich gut, denn er bekommt teilweise echt keinen Schaden. Und ja, sehr solide. Habe ich damals bekommen mit einer anderen sehr, sehr guten Rare-Karte, die wir später sehen werden. Dann Aquana. Ein relativ klassisches aus Rubin Saphir noch. Und dann sehr, sehr cool, ein uraltes Bibor aus der ersten Booster-Serie. Nur leider gedamaged, weil es nicht mir war. Das hätte ich sehr gut behandelt, wenn ich eins gehabt hätte. Schade. Bidifas haben wir noch und ein Visafloor. Wie gesagt, die meisten Karten sind so aus dieser Diamanten-Perl-Zeit. Dann Blitzer. Ein Bluebella in Delta Spezies in Wasser. Zwei Bolteros aus Starter-Decks, deswegen in Super Rare. Die Coverkarten von dem Allmetall-Deck sind es gewesen. Shanaira. Keine allzu gute Karte. Dann haben wir einen Shelter Rare und noch zwei Shelterer in Super Rare. Ein etwas anderes. Dann haben wir einen Dumpiplex. Und dann meine kleine Darkrai-Sammlung. Ich hatte nämlich ein Finsternis-Deck, wo ich Darkrai ja quasi gemaint habe, sag ich mal. Ich habe sehr viel mit Darkrai gespielt, auch Darkrai Level X. Habe hier deswegen ein Darkrai in Super Rare, was leider gedamaged ist ein bisschen. Vor allem hier unten sieht man das. Dann ein Darkrai in nahezu Mint, weil ich die Karte gezogen habe und deshalb sieht sie auch so dementsprechend aus. Ich habe meine Karten so gut behandelt einfach, das ist der Wahnsinn. Dann Darkrai Spezial. Kann man leider nicht weiterentwickeln zu dem Level X Darkrai, aber dennoch eine solide Karte. Und noch ein Darkrai, das ich ebenfalls, glaube ich, mal gezogen habe. Deswegen sieht es auch gut aus. Wobei, nein, das ist ein Promo. Okay, wurde mir getauscht. Aber trotzdem, sehr, sehr gute Karte. Und interessante Energietypen, die man dafür braucht, sehe ich gerade. Wasser und Metall. Sehr komisch. Und hat auch sogar ein Item. Das hat dann auch noch einen speziellen Effekt. Sehr, sehr cool. Dann machen wir weiter mit Deoxys in Super Rare. Dann ein Despotar in Super Rare. Das ist, glaube ich, auch aus einem Starterdeck. Und dann noch weitere zwei Despotar, die ich glaube ich aus der Booster-Serie dann habe oder so. Ich habe keine Ahnung. Alle drei unten dasselbe Zeichen. Sehr komisch. Ich glaube, das war mal ein Starter-Deck. Ich hatte nämlich in Stahl und ein finsternes Starter-Deck gekauft, in mehrfach glaube ich sogar, um halt die Energien zu bekommen für meine Decks. Dann hatte ich Dialga. Das ist glaube ich sogar ein bisschen was wert gewesen oder so. Zumindest war sie selten. Mit dem Adamant-Orb. Sehr coole Karte und super. Dann Dictry mit Pokéball-Symbol. Ich weiß nicht, ob das irgendwas Besonderes ist, aber auch ein super Rare. Noch so ein normales Dictry. Dann ein altes, gedamagedes Dictry. Auch schade drum. Solche klassischen Karten sind zwar eigentlich ziemlich cool, aber leider gedamaged, weil es sich mir gehört hat. Ich habe aber noch einige Karten, sogar ein super Rare von den alten Karten, die echt fast Mint sind. Für die Zeit, in der sie erschienen sind. Dann Dictry in Glitzernd. Aber leider nicht super Rare. Dann Drifzeppeli. Ein Drifzeppeli Spezial. In Super Rare. Ein Ele Voltec in Super Rare. Enteron. Sieht auch ganz cool aus eigentlich. Dann Flamara. Ich habe nur wenige Karten, die so aussehen. Das ist quasi aus dieser, ja, Gold-Silber-Zeit dürfte das sein. Ist leider nicht glitzernd, aber solche Karten habe ich echt wenige. Ich weiß nicht. Ich habe die ersten beiden Serien nicht so oft mitbekommen und irgendwie gibt es von denen nicht so viele Karten, kann es sein, die so aussehen. Ich finde die auch nicht so hübsch, ehrlich gesagt, aber die sehen halt ganz besonders aus. Dann haben wir Flunkiefer, die Karte, die wohl, ja, fast am meisten in meinem Sternchenstapel ist, in verschiedenen Versionen. Wir haben das hier in Glitzernd, dann ein Flunkiefer in Super Rare und zwei andere Flunkiefer noch. Alle Sternchen, alle Nichtskönner, mehr oder weniger. Soweit ich weiß. Dann weg damit. Das war der erste Stapel. Nehmen wir jetzt nochmal ein paar. Da sehen wir schon Meganie. Dann haben wir hier einen Frosege in Glitzernd. Spezial. Ein Garados. Habe ich sogar zweimal. Und das ist die Karte, bei der ich mich am meisten aufrege, dass es mein Kumpel kaputt gemacht hat aus Versehen. Das war nicht meine Karte. Ich habe die dann später dazu bekommen. Sonst hätte ich ihn umgebracht. Aber die Karte ist leider mega gedamaged. Ich habe es mir trotzdem angetauscht damals, weil sie so cool ist. Ein klassisches Garados aus der ersten Booster-Serie in Super Rare. Leider mega gedamaged und deshalb nichts mehr wert, aber trotzdem sehr, sehr coole Karte, wenn sie denn nicht gedamaged wäre. Dann ein altes Gengar, auch ein bisschen gedamaged. Die meisten von den alten Karten gehören halt nicht mir oder haben nicht von Anfang an mir gehört. Dann Geowatz, zweimal.
Der ist relativ spielstark, braucht aber viel Energien. Dann Giratina. In Super Rare. Auch in nahezu Mint, würde ich fast sagen. Hirayama. Oder Hariyama. Genau, Hariyama. Ein Hornweisel. Ein Inkognito. Bei dem ich nie verstanden habe, warum Sternchen ist. Aber irgendwie die anderen sind alle Karo. Der nicht. Dann vier verschiedene Impagator. Ich mag das Pokémon, deswegen wollte ich verschiedene Versionen davon haben. Ich habe einmal hier eins aus den neueren Hard Gold und Silver Packs. Dann ein Impagator aus einem Diamant-Perl-Pack in Glitzernd. Eins von Rubin Saphir. Und ein Delta Species in Super Rare mit goldener Schrift in Donner, was ich mega cool finde. Eine meiner schönsten Stücke, wie ich finde. Dann haben wir Impoleon. Und nochmal Impoleon in Super Rare als Stahl-Pokémon, was aber trotzdem Wasserenergien braucht, warum auch immer. Und dann ein Glanzstück dieser Serie, wie ich finde, von Karten, die ich hier habe. Kangama in Super Rare in nahezu Mint aus einer der ersten Booster-Serien. Da findet man eigentlich keinen Kratzer dran, außer vielleicht hier minimal am Rand, aber come on. Die Karte ist locker 10 Jahre alt oder viel älter eigentlich sogar noch schon und sieht einfach toll aus für die Zeit. Kapilz ist ganz cool, ich mag das Pokémon. Kingler in Super Rare. Nicht in Super Rare, in Glitzern meine ich. Äußeres Glitzernd. Ich nenne es einfach mal Rare, okay? Wenn die so glitzern, nenne ich das Rare. Dann ein normales Kingler und ein Feuer-Kingler als Delta Spezies Pokémon. Das gleichzeitig Feuer und Stahl ist, was ich auch irgendwie cool finde, aber gut. Da konnten sich irgendwie nicht einigen. Es gibt so ein paar Delta Spezies Karten, die verschiedene Typen gleichzeitig haben. Finde ich eigentlich cool, dass Pokémon da so spezielle Kartenserien macht. Dann Knuddeluff, ein Kramchef in Super Rare, ein Latias in Delta Spezies, was ziemlich schwach aussieht. Sieht irgendwie kaum aus wie Latias, wenn man sich das so anguckt. Auf den ersten Blick denkt man, das wäre so ein kleines Vieh. So. Kleines Vieh. Dann Ledian aus dieser Soul Silver Serie, Elektroball und ein Elektroball, das ich genauso bekommen hat mal wieder. Das ist so schade. Die Karte habe ich in meinem Donnerdeck gespielt, glaube ich sogar. Weil man die irgendwie noch als Energie verwenden konnte und deswegen hat der Gegner dann irgendwie keinen Preis bekommen oder so. Keine Ahnung. Zumindest habe ich das damals so gespielt. Ich habe Pokémon als Kind immer so gespielt, dass es keine Stärken und Schwächen gab, keine Resistenz und nichts, weil das einfach behindert ist. Finde ich für ein Kartenspiel, wenn man einfach ins Duell reingeht und wegen Matchup quasi verloren hat, weil der Gegner quasi Resistenz hat gegen einen. Aber ja, schade, dass sie ein bisschen gedamaged ist. Sie ist sehr alt. Dann nächste Karte, Team Magmas Lepomentas. Es gibt auch Team Aqua und Team Magma Karten. Leider nicht super rare, aber auch ein bisschen gedamaged. Dann Liveldra, eines meiner Lieblings-Pokémon von damals. Mittlerweile nicht mehr so, aber schon ziemlich cooles Pokémon. Dann ein Lugia, das ich persönlich gezogen habe, deswegen Mint in Glitzernd, in Rare. Dann ein Luminion, das ich auch selbst gezogen habe, in Rare. Und nochmal in Super Rare, ebenfalls selbst gezogen. Die Karte habe ich irgendwie gemocht. Ich sehe da, das ist in der Ecke. Nee, doch nicht. Hat nur so ausgesehen. Ich dachte, wäre es kaputt. Dann Lunastein. Ein nicht so tolles Pokémon, glaube ich. Dann Luxtra. In Super Rare. Auch eines meiner Lieblinge. Dieses Pokémon. Und noch ein normales. Beide aus diesen Diamanten-Perl-Packs. Dann ein Magbrand. Ich wollte unbedingt zu meinem Elevoltech damals auch einen Magbrand haben und habe dann noch meinen Magbrand der Blix bekommen, was man eben schon gesehen hat. Dann ein Magneton in Glitzern, glaube ich sogar. Ja, scheint so. Aus diesen alten Gold-Silber-Packs. Dann zweimal Magneton. Und mein Mamutl in Super Rare, das ich gleichzeitig gezogen habe im selben Pack wie das Amaldo, was man vorhin gesehen hat, was so gut ist. Das war eines der besten Packs, die ich je hatte. Zwei mega gute, oder ja, zwei gute, sage ich mal, Karten in einem Pack. Beide Sternchen, beide viel KP, beide viel Angriff. Was will man als Kind mehr, ne? Nächster Stapel, Schluckwelch wird schon gespoilert. Und wir haben hier mein Meganie. Was auch ziemlich cool ist, wie ich finde. Ein Metagross in Super Rare, das glaube ich sogar ziemlich spielstark ist. Ein Mewtwo in Super Rare. Ein Milotic. Ein Morlord in Delta Spezies als Pflanzen-Pokémon. Kann man ja mal machen. Zwei Nazimine, die nichts können. Warum seid ihr bitte Sternchen? Ihr könnt gar nichts. Dann zwei Nidokings, die ich sehr, sehr gerne gespielt habe in meinem Psycho-Deck. Ein Ninjatom in Rare, was auch ziemlich kacke ist. Ein Noctu. Drei Notuska in Delta Spezies als, ja, Erde-Monster. Erde-Pokémon.
Ein Octillery. Cooles Pokémon, leider gedamaged, weil es nicht mehr gehört hat von Anfang an. Aber auch in dieser Gold-Silber-Verfassung da. Ein Palkia, leider nicht super rare. Ein Panferno in Rare. Noch ein Panferno in Rare. Diesmal als Kampf-Pokémon, was aber trotzdem Feuerenergien braucht. Habe ich sehr gerne beide gespielt. Pantimos. Ein Panzer-Aeron. Dann ein Papinella normal und einmal ein Rare. Dann ein Parasect. Eins der traurigsten Pokémon ever, weil das ja von dem Pilz gesteuert wird. Ist ja quasi ein toter Krebs, der von einem Pilz gesteuert wird, mehr oder weniger. So habe ich das zumindest verstanden. Dann ein Pelipper. Ein Pelipper als Zelda-Spezies in Donner. Ein Fione. Ein Pi. Aus den, ja, Hard Gold Soul Silver Packs. Und ich habe es gehasst, weil dieses Drecksteil hier einfach ein Sternchen-Pokémon ist, deswegen kein besseres bekommen habe, aus dem einen Booster-Pack. 5 Euro für nichts. Piondragi. Als Finsternis-Monster habe ich auch in meinem Deck gespielt. Und eins in Rare. Im Psycho. Dann ein Pixie. Ein Plusle, was ganz süß ist, was aber nichts kann. Ein Pudox. Ein Quappo aus den Hard Gold zu Silver Packs. Ein Quaxo, eines meiner coolsten Karten eigentlich, in Rare. Und weil es mir schon sehr lange gehört, hat es auch keinen Kratzer eigentlich. Nicht, dass ich wüsste. Dann ein Raichu in relativ Mint. Near Mint, würde ich fast sagen. Hat eigentlich keinen großen Kratzer oder so. In Super Rare. Aus der ersten Booster-Serie. Das ist eine meiner coolsten Karten. Auf jeden Fall. Razaf. Ein Relikant. Was irgendwie mega kacke aussieht. Ein Rexblizzard. Ein Rizeros. Roserade Spezial. Von Cynthia. Dem Champ. Auch ein relativ spielstarkes Monster, glaube ich sogar. Ein Rossana im Psycho. Mit einer Wasserattacke, random. Ein Rotom aus dem Hard Gold zur Silver Packs. Was ein mega hässliches Artwork hat, als ob es ein kleines Kind mit Wachsmal, nee, mit Buntstiften gemalt hätte. Ein Satzenia, was leider ein bisschen gedamaged ist, habe ich auch mal bei einem Tausch dazu bekommen. Da blättert ein bisschen die Folie ab, leider. Genauso wie bei einem Tauboss, das wir später noch sehen werden. In Super Rare. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Krankheit von diesen Rubin Saphir Super Rare Karten. Die blättern, glaube ich, schnell ab. Habe ich öfters mal gesehen in meiner Zeit von Pokémon, dass solche Karten ein bisschen abgeblättert sind. Dann Schlappohr. In Rare. Und dann kommen wir auch schon zum vorletzten Stapel. Der coole Stapel kommt ja dann auch noch. Das gespoilerte Schluckwelch. Dann haben wir ein Sturpleck in Rare. Ein Sengo. Ein Sengo Timagma. Ein Selfie. Was, glaube ich, nur Sternchen ist, was legendär ist, wenn wir ehrlich sind. Ein Shaymin. Ein Shaymin? Shaymin? Ein Super Rare. Eine meiner coolsten Karten, die ich finde. Schnurgast. Skuntank. Habe ich nie gemocht, ist aber relativ spielstark. Vergiftet, glaube ich, auch, genau. Dann ein weiteres Glanzstück. Ein altes, oh, das ist minimal gedamaged. Obwohl es mir gehört hat. Da war ich schlampig. Ein dunkles Mokmok. Aus dem Rocket Set. Einem der ältesten Sets überhaupt in Super Rare. Ein Smogmog. Noch ein Smogmog. Ein Sonflora und einmal ein Rare. Ein Stalos. Ein Staraptor. Ein Stolos. Auch eine sehr, sehr coole Karte. Zoompex in Gedamaged. Habe ich auch mal beim Tausch dazu bekommen. Und dann ein sehr, sehr cooles Zoompex in Near Mint, in Super. Und hier ist das abgeblätterte Tauboss, was ich schon gesagt habe. Ist noch ein bisschen mehr gedamaged. Hat auch nicht mehr gehört. Und in Super Rare. Dann ein Traunmagil in Rare. Ein Tornupto in Rare, in Delta Spezies als Psycho-Pokémon, was sehr, sehr cool ist. Ein solches Tornupto. Mir hat nur das Megani gefehlt als Hard Gold zu Silver. Aus dem Starter-Pack davon. Schade eigentlich. Dann ein Toxiquark in Rare, ein Traunmagil in Rare, ein Turtok in Ultra Rare, keine Ahnung, in Delta Spezies, sehr, sehr coole Karte, gleichzeitig Kampf und Metall, durchaus eine der coolsten Karten hier,
Dann Vibrava in Delta Spezies. Team Aquas Vipitis. Voltenso. Dann ein ziemlich zerstörtes Valreiser. Das ist eine meiner kaputtesten Karten überhaupt. Hat auch nicht mir gehört, die meiste Zeit. Hatte ich auch schon oft in ohne Damage. Bisschen schade eigentlich. Dann ein Valreiser. Ein etwas besser erhaltenes in Nirmint, was mir gehört hat. Zweimal Rare Xatu. Für ein Deck von mir habe ich mir das mal geholt, glaube ich. Weil es ganz gut ist als ein Tributmonster, kann man mal reintun. Ein Yanmega. Ein Zapdos in Super Rare. Ich bin auch angetauscht. Mega coole Karte. Auch in Mint ziemlich, würde ich sagen. Ein Zubiris. Ein Zwirfenst in Super Rare. Ein Zwirklop in Super Rare. Und noch zwei unspektakuläre Zwirklops. So, das waren die ganzen Sternchenkarten. Und jetzt kommen noch die Hardcore-Sternchenkarten, sag ich mal. Die etwas anderen Karten. Zunächst mal habe ich da einen ganzen Haufen an Level X-Karten. Nämlich haben wir da das Magbrand Level X, das Kramchef Level X, das Shaman Level X, das Panferno Level X und das Shelterra Level X. Und dann kommen leider nur noch Promokarten, nämlich einmal Promo Shelterra Level X mit einem anderen Artwork. Ein Rayquaza Cynthia Spezial Level X, was mega cool ist. Dafür habe ich mir extra die Tinbox gekauft. Dann zweimal Darkrai Level X, habe ich mir zweimal geholt, die Tinbox für mein Darkrai Deck, was einfach mega gut war. Dann zweimal Dialga Level X, beide in Promo in verschiedenen Artworks, warum auch immer. Wurden mir beide irgendwie bei einem Tausch mitgegeben. Giratina X in Promo und ein ziemlich kaputtes Empoleon Level X. Das war damals mal mein erstes Level X Monster überhaupt. In einem besseren Zustand. Das hat, ja, viel erlebt. ist aber nicht bei mir kaputt gegangen. Es wurde einfach hin und her getauscht und war öfters mal im Besitz von Freunden und ist dann einfach kaputt gegangen ein bisschen. Was ein bisschen schade ist, aber gut. Das sind meine Level X Karten. Durchaus eine coole Sammlung. Shaman Level X ist quasi, ja, mein Drittliebling, dann kommt Kramchef, dann kommt Magbrand. Magbrand ist meine Lieblingskarte. Auch meine beste fast schon. Versenkende Welle ist auch eine sehr gute Karte. Ein sehr guter Effekt. So, weiter geht's. Wir haben hier noch mehr. Und zwar haben wir zwei Primus-Karten. Und zwar sind die beide aus den Hard Gold Soul Silver Packs. Quasi die Ex-Karten dieser Packs. Ein Tornupto Primus und ein Hundemon Primus. Beide in, keine Ahnung, was für ein Rare das sein soll. Halt diese ganz normalen Primus-Karten. Sehr, sehr coole Karten. Und dann habe ich noch ein Lugia-Legende-Oberteil. Leider kein Unterteil gezogen. Nie in meinem Leben, aber dafür, dass ich kaum Packs gekauft habe, ja, von diesen Packs von Hard Gold zu Silver, habe ich drei besondere Karten bekommen. Eigentlich Wahnsinn. War auf jeden Fall Glück. Das ist eine ziemlich coole Karte, wenn man noch das Gegenstück hat. Braucht man leider noch ein Gegenstück zu. Dann haben wir zwei alte Ex-Karten, was sehr cool ist. Nämlich Meganie Ex und Tohaido Ex. Ich glaube, ich habe kein einziges Kavianha. Fällt mir gerade so auf. Sehr coole Karten. Nehmen wir das mal weg. So. Nehme ich mal hier am besten zu, damit wir noch Platz haben. Und jetzt kommen noch drei Karten. Nämlich einmal ein Nocturne Classic Reprint. Das war eine besondere Karte aus einer Booster-Serie. Das habe ich damals für 5 Euro in einem Kartenladen erworben, aus einem Binder. Ich war nur einmal wirklich explizite Karten kaufen, da war das dabei. Aber auch nur für 20 Euro ein paar Karten gekauft damals. Ich wollte auf jeden Fall Nocturne haben, weil ich das cool fand. Das alte Artwork in Reprint. Auf jeden Fall eine besondere Karte. Und dann noch zweimal aus dem Platin Arceus Pack. Ein Arceus. Einmal in Finsternis und einmal in Donner. Steht auch unten drauf AR1, also Arceus 1 und AR6, Arceus 6. Gibt's in jedem Typ. Außer ein Fee, weil es damals noch nicht gab. Ja, das waren meine, ja, Sternchenkarten, meine Rare-Karten. Wenn Interesse besteht, dann schreibt mir erstens unter dieses Video am besten. Und ansonsten auf jeden Fall Nachricht schicken mit einem Preisangebot, sage ich mal. Aber ihr könnt gerne noch warten, bis ich die drei anderen Videos noch gemacht habe hierzu.
damit ihr die vollständige Sammlung seht, aber relevant für euch wird das hier wahrscheinlich sein. Deswegen mache ich das zuerst in einem kompakten Video, damit es jeder sieht. Und ja, das sind quasi die Sternchenkarten. Wenn ich, wenn wir das so machen mit der Sammlungstauschaktion, ja, wenn du mir dann quasi deine, keine Ahnung, 1000 Karten Yu-Gi-Oh!-Sammlung gibst, die du nicht mehr brauchst, du lieber Zuschauer, dann hätte ich gern so ein Video hier. Musst du nicht machen, aber zumindest würde ich gerne wissen, was da drin ist. Du kannst die Karten auch so gerne zeigen, ohne was dazu zu sagen, natürlich. Bist ja kein YouTuber dann wahrscheinlich, aber würde mich interessieren, ob das vielleicht jemand interessiert. Wenn nicht, Kaufpreis unter 200 braucht er es gar nicht was vorzuschlagen, weil dann ist die Erinnerung, die an den Karten hier hängt, wertvoller als der Preis, den ich dafür bekomme. Dann behalte ich die Karten, auch wenn sie eigentlich nicht verstauben sollen, aber so halt, ja, ist es halt so. Aber, ja. Ich denke mal, mehr als 200 sind die wert. Es ist einfach eine große Sammlung und ich denke mal, dass hier das ein oder andere gute Stück dabei ist. Kangama in Super, schon sehr alt. Hier die ganzen Shit-Karten hier. Sind bestimmt auch ein paar Euro wert. Das Raichu, was eben noch dabei war. Und solche Sachen. Sehr coole Karten dabei. Und wenn du da einen Preis hast, gerne mir schreiben. Und ansonsten, schick mir bitte nie in der Fanpost oder so Pokémon-Karten. Ich sammle die nicht mehr. Die würden hier nur vergammeln wie die Karten hier. Wenn, schickt mir Yu-Gi-Oh! Karten oder Spiele. Für DS oder sonst was, aber nicht sowas hier. Denn es wäre schade drum. Es wäre einfach schade drum. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal gibt es dann die Karo-Karten. Und wenn ihr die euch ansehen wollt, wegen den Bildern oder weil ihr halt interessiert seid an der Sammlung, dann könnt ihr euch das geben. Da werde ich ein bisschen mehr auf die Artworks eingehen, weil dann die Spielstärke nicht so wichtig ist. Bis dann. Tschüss.